Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Eben gerade war der Livestream zum Patch 2.5, wo ein bisschen coole Sachen angekündigt wurden. Wir haben jetzt auch nochmal eine Quest bekommen, aus irgendeinem Grund, die ich heute Vormittag auf jeden Fall noch nicht hatte, die ich gleich verfolgen werde, nachdem wir die ganzen Codes eingegeben haben für unser extra Urgestein beziehungsweise Primo Gems. Ich hoffe, dass ich alles richtig geschrieben habe, richtig kopiert habe. Sonst muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich hab einen doppelt geschrieben. Warum habe ich einen Code doppelt geschrieben? Bin ich denn jetzt blöd? Warum habe ich einen Code zweimal geschrieben? Rip me. Jetzt muss ich das Bild wieder raussuchen, wo der drauf stand. Das suchen wir. WT7D3CQIHVBM. Das müsste jetzt richtig sein, hoffe ich. Ja. Warum habe ich den zweimal geschrieben? Ich bin blöd. Ich habe zweimal auf dasselbe Bild geguckt, ich Dummi. Okay. kann mal passieren. So, heißt. Genau. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und hier vom Daily Login Board. Genau, wer das nicht gesehen hat, wer früher das Daily Login Board nicht benutzt hat, wer es jetzt das erste Mal benutzt, kriegt sogar nochmal 100 Urgestein umsonst hier. Das ist dieses Daily Login Board, was bei mir auch unten verlinkt ist in der Videobeschreibung, eigentlich schon seit Monaten. Ja, was ist diese Quest? Wo kommt die her? Wie gesagt, die hatte ich heute Vormittag noch nicht. Ich wollte halt gucken. Ich habe halt... Genau, zwei Dailies hatte ich schon gemacht heute Vormittag. Die zwei waren noch übrig. Und jetzt nach dem Livestream habe ich gesehen... Hä, da ist nochmal eine Quest. Lass mal zuerst nochmal... Harz holen. Bevor ich das wieder vergesse. Beziehungsweise craften. Okay, das Spiel möchte anscheinend nicht schnell laden heute. Müsste ich meine vier Dinger wieder haben, ja. Okay, und die meinen doch jetzt diese dicke Statue von diesem Waschbär, ne? Der hieß doch irgendwie so komisch. Ich bin mir 100% sicher, dass die heute Vormittag noch nicht zu sehen war. Ja, das ist diese Waschbärenstatue.
Ihr habt nichts mit euch zu tun. Geht weg. Entweder ihr geht weg oder... Blink! Raincutter! Think you can get away? Yes! So. Der ist immer noch. Come on. Ich will nur gucken, was das für eine Quest ist. Time for takeoff. Here we go. Body and mind. Kannst du bitte kritten? Rain outlines your fix. Weg. Kann wohl nicht sein hier. Was bist du? Was willst du von mir? Also sollen sie wie ihm weiterhelfen? Also er ist halt, sein Geist ist halt in dem Felsen gefangen. Sollen wir ihm da weiterhelfen oder? Okay, wir haben also, weil er halt hier festsitzt und nicht rumstromern kann wie ein wilder Hund, haben wir ein bisschen ein paar Geschichten erzählt. Vom Drachengrad erzählen wir ihm auch. War das irgendwo angekündigt, dass so eine Story da nochmal kommt?
What? Okay, ich habe das Event anscheinend komplett vergessen. Das ist heute gestartet. Dann gucken wir uns das an. Ziel folgen. Wir müssen immer zu anderen Locations und da immer irgendwas finden, so wie ich es jetzt verstanden habe. Wir hatten ja das Potion-Event, das Login-Event, das Lantern-Ride-Event, halt die ganzen Reruns, dann zweimal hintereinander irgendwelche Web-Events. Dass das hier noch kommt, wusste ich. Hab ich absolut verdrängt. Hier mit. Okay. Das heißt, wir laufen ihm jetzt immer hinterher, ja. Also wir spielen Verstecken mit den Waschbär, dabei erkunden wir die Gegend und er kann später seinem eingeschlossenen Obermufti Waschbär im Felsen erzählen, wie die Gegend so aussieht und so weiter. Ich komme da nicht rüber, ich klatsche einfach an die Wand. Bäm. Nein. Jetzt muss ich jetzt gegen das Riesenwildschwein kämpfen. Kommst du nochmal wieder hier hin? Ich werde dir dankbar. Fast. Think you can get away?
execution! Teamwork is dream work. Know my sword. Rain outlines your fate. Und jetzt einmal zurück. Ja. Okay. Und das nehme ich mal an, darf man dann jetzt die letzten paar Tage machen. Es ist wirklich ein Event. Lol. Ich hab's halt wirklich nur in der Questliste gesehen, aber nicht als in diesem Event-Tab. Nimm mich mal an. Ja, es sind jetzt immer die nächsten paar Tage immer, wo du mit einem Viech rumspielst, mit einem dieser Waschbären und immer in einem anderen Gebiet wahrscheinlich. Okay, ja, dann. Was gibt's hier als Belohnung insgesamt? Ja, okay. Belohnung nochmal einsammeln. Ja. Übungsreise an 8 Schauplätzen heißt das. Okay. Habe ich komplett vergessen, muss ich gestehen. Aber es ist so, auch so ein nices kleines Ding, wo man denn nochmal jetzt die nächsten paar Tage ein bisschen Urgestein herbekommen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.